Raubtierfütterung. Da machen wir unser Frühstück. Ich freue mich jetzt auf den Kaffee. Grad zeigt es an. Aber ich sage euch, die Thermoskanne kommt mir viel kälter vor. Thermoskanne möchte ich nicht mehr missen. Warmes Wasser mal zum Händewaschen. Grob wenigstens. In der Früh Gesicht waschen, das ist einfach eine Wohltat. Tja. Da ist der Isardamm. Und da geht dann unser Weg weiter. Der Wind geht wieder, es ist kalt. Ich könnte direkt eine Mütze aufsetzen. Da kommen wieder welche. Da warte ich nur noch, bis das Wasser kocht. Feuer ist gut. Lang dauert es nicht mehr. Der Rest kommt dann gleich wieder in die Thermoskanne. Aufgesetzt. Katschi steigt ein. Die da hinten machen so einen Krach. So schön. Und jetzt gibt es noch einen zweiten Kaffee. Kam von hinten ein Ranger daher, haben wir gedacht. Oh wei, der wird jetzt wissen wollen, ob ich da übernachtet habe wahrscheinlich. Und dann fährt er ganz langsam, macht das Fenster runter. Ich habe mir schon überlegt, was ich sage, mir schon eine Antwort zurechtgelegt. Macht das Fenster runter und sagt, oh, tolles Gefährt haben sie da. Und dann haben wir uns ganz nett noch unterhalten. Ja, dass man so kalt ist, dass man einheizen muss jetzt. Es ist wirklich, es ist gefühlte 2 Grad. Drum gibt es einen zweiten Kaffee. Und die stimmen mir ein. So, wir laufen uns jetzt erstmal warm. Und fertig.
einen Blick zurück. Jetzt möchte ich doch mal einen Blick raufwerfen zur Isar. Weil wir kamen jetzt den unteren Weg. Wir sind jetzt bei Plattling. Da kommen sie wieder. So. Oh, wer schwimmt denn da auf der, wer fliegt denn da über dem Wasser? Schwalben. Schauen aus wie Mehlschwalben. Jupati. Dann gehen wir wieder. Gehen wir wieder zum Radi. Schau mal, diesen Auwald. Im Sommer sieht man da keinen Meter mehr rein. Und hier ist der Damm. Und hier ist der Patschi. Und hier erst. Das ist ja ein Naturschutzgebiet. Und jeder Baum, der umfällt, bleibt liegen. Schön, wie das junge, frische Grün jetzt rauskommt. Ich habe nicht mitgezählt, wie viel die Schranke Poller ich durchfahren habe. 8 oder 10 bis jetzt. War nirgends ein Problem. Einmal ein bisschen eng, aber auch kein Problem. Und hier auch nicht. Da kann ich, das brauche ich nicht mehr absteigen. Vorne hat gerade eine Schafherde den Weg gekehrt. Da sind die Schafe. Wir sind jetzt dauernd hinter denen her. Oh, da sind wieder Schlaglöcher. Aufpassen. Und was für welche. Oh. Noch weiter rüber. Und Border Collies. Es ist halt die Passion dieser Hunde. Links geht der Radweg, auch darüber, wo die Schafe sind. Sie hat nur geguckt. Auf der anderen Seite des Weges könnt ihr Urwildrinder bewundern, Auerochsen.
ist halb zwölf. Da drüben ist sogar ein Bretterpfad. Wow. Jetzt sind wir am Infohaus. Das war jetzt schwer zum Finden, da war nichts mehr beschildert. Gegenüber Biergarten. Auch mit Ladestation. Es gibt sogar eine Ladestation, das gucke ich mir mal an, weil einen Strich haben wir ja immerhin schon verbraucht. Aber schade, das sind wohl die Typ 2 Stecker. Andere Adapter habe ich, Schuko gibt es dort leider nicht. Leider dürfen da Hunde nicht hin. Ja, Hunde müssen leider draußen bleiben, aber eine sehr nette Dame hat uns ganz tolle Sachen gebracht. Infos. Einfach genial. Isartal. Von allem Kräuterkunde. Mal gucken, da kann ich vielleicht von der für die Arbeit was brauchen im Hort. Und hier, da gibt es dann so um die Kinderchen noch interessierter zu machen für das alles, für die Natur. Schön, aber halt leider nicht für Hunde. Da ist auch noch, da kann man sehen. Tolle Rundwege gibt es auch. Jetzt fahren wir mal zur Isarmündung und gucken uns an, ob wir da hinkommen. Den Steg, den gehen wir jetzt. Fahrrad ist geparkt. Vorher waren wir da oben. Oder da drüben. Und das ist jetzt der Steg, von dem ich erzählt habe. Das ist ganz toll, die Dame, die Nette vom Infozentrum. Da durfte ich das Rad jetzt abstellen. Und jetzt können wir den Weg gehen. Und interessant ist es auch, gell? Für uns beide. Hatschi guckt immer wieder, ob die mitgeht. Die geht nicht mit, die muss da bleiben und auf unseren Wohnwagen aufpassen und aufs Fahrrad. Und lauf nur. Er guckt immer wieder. Wir sind auf einem Miniaturrundweg. Patschi guckt immer noch, ob sie mitgeht. Er möchte immer dann Schäfchen sammeln, wenn wir unterwegs sind. Jetzt gehen wir weiter. Auch ein Kinderspielplatz, der interessant aussieht. Und da unten liegt ein toter Graureiher. Das muss ich melden. Also da ist für Familien mit Kindern toll was geboten. Superschön. Na, logisch, Wasserpatscher. Für mehr Wasser ist eh zu kalt heute. Wenn ihr es genau lesen wollt, dann stoppt doch das Video.
Es ist 13:30. Wir sind wieder unterwegs. Jetzt auf dem Weg zur Isarmündung. Also dieses Infohaus ist echt toll. Leider keine Kartenzahlung möglich, weil ich ja immer nie viel Bargeld dabei habe. 10 Euro vielleicht. Ja, sonst könnte man sich davon ein und anderen Buch oder Vogeltasche verleiten lassen. So, die letzten 400 Meter auf einem schmalen Pfad. Okay. Die Sonne ist da, wie schön das jetzt geworden ist. Das ist der Weg Richtung Isarmündung. Da antworten sich die Gleiber mit ihrem Pfiff. Ich sag euch, die Luft, das duftet. Da muss dann auch die Isarmündung sein. Recht unspektakulär, wie mir jemand gesagt hat. Jetzt gehe ich mal mit dem Patschi darauf und dann schauen wir. Da fließt die Isar in die Donau. Schon kommt ein Schlepper auf der Donau. Dieser Weg ist, wenn es nass ist, nicht befahrbar, ist mir gesagt worden. Da haben wir ja Glück, dass es so trocken ist. Der Buchfink. Da machen wir jetzt Mittagspause um 3:15. Patschi hat schon. Und ich schmier mir bloß, ich habe noch eine Scheibe Brot. Und dann mache ich mir den Tofu drauf. Und das reicht dann. Es geht Richtung Osterhofen. Und da fahren wir über die Brücke. Wir sind an der Donau angekommen, kurz vor Osterhofen. Da werden wir dann über die Brücke fahren. Der Wind geht. Mittlerweile ist es schon 5 Uhr. Die Zeit vergeht so schnell, wie wir geworden sind. Bin ich doch nicht über die Brücke gefahren. Das war irgendwie, sind ja manchmal die Fußgängerwege so schmal an den Brücken und das sah von unten so aus, weil da vorne zwei Radfahrer hoch sind und das sah aus, als müssten die ja immer so taxieren, dass sie in der Mitte bleiben. Und jetzt geht es genauso auf der rechten Seite von der Donau nach Vilshofen und so schön. Und dann habe ich auch nicht einen Autoverkehr wie drüben. Das ist doch viel besser. So, ihr könnt jetzt sehen, was ich nicht sehe. Und auf meinem Weg durfte ich jede Menge Misteln bestaunen. Die Bäume waren oft voll damit. Rehe natürlich auch am Wegrand. Die hat der Patschi nicht gesehen. Und im Bayerischen Wald, das ist schon fast wie in den Voralpen,
die Häuser oben drin im Berg. Und da saß einer, den hab auch nur ich gesehen und nicht der Patschi. Ist ja Ostern. Und da haben wir wieder einen ganz schönen Übernachtungsort bei ganz lieben Leuten gefunden. Während die Akkus laden, gehe ich mit dem Patschi nochmal spazieren, kurz bevor wir in den Schlafsack kriechen.